Hallo Leute, willkommen zurück. So, das war's dann mit der Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschö. Was war schon Teil zurückholen? Ja. Ich hab mir vor 10, was mir gerade so einfällt, vor 10 Minuten hatte ich eine Begrüßung im Kopf. Warum habe ich sie nicht gebracht? Naja, vielleicht bringe ich sie in der nächsten Nächstes Folge. Mal. Was verschiedene Teile, anscheinend habe ich 4 Sammler. Geil. Ziemlich oder 5 Sammler. Wir haben hier 5 verschiedene Teile. Ich guck mal kurz auf die Taktikkamera. Und ausgerüstet haben wir schon am Ende der letzten Folge, also von daher ist das kein Thema. Verteidiger, also haben wir Sammler, Sammler, Sammler. Und Sammler, okay, und Verteidiger. Okay. Kämpfen. Was können wir so machen? Wie können wir kämpfen? Cranky Kong werfen, haben wir ja gesagt, ist mal ganz gut. Alte Männer werfen. Alte Affen werfen. Warum treffe ich da unten den Klotz, aber nicht den Verteidiger? Naja. Ich höre ganz leise die Musik. Schön. Aber das ist okay. Immerhin kannst du was hören. Oh, Leute, warum Quank jetzt einfach nochmal das gleiche? Ich hau den nicht. Mach einfach noch einen Sprung. Okay, kann ich nicht. Okay, dann halt nicht. Entschuldigung. Alles gut. Du bist abartig manchmal, aber ich hab dich sehr gern. Wie das klingt. Ja, aber das ist absolut, also ich verstehe das. Aber ich lasse die Typen da unten alleine. Ich verstecke mich hier einfach. Ich glaube, einschlafen, mehr einschlafen. Also einschläfern. Hasen einschläfern. So, und Peach, die Ja. ist ein Opfer. Sowieso. Ah, kann den hauen. Peach. Rabbit Peach. Na ja, komm, geh einfach auch hier So hin. dumm. Was ging gegen Rabbit Peach? Nicht so mein Kink auf jeden Fall. Nicht? Verstehe ich. Verstehe ich auf jeden Fall. Ja, schick mal das Auto dahin. Ich würde jetzt auch nicht in die Luft fliegen, auf jeden Fall. Genau. Weil vielleicht trifft es dann Rabbit Cranky gleich, aber egal. Ah, der kann auch noch mal irgendwie. Oh, er trifft sogar, ja dann. Uhu. Aua. Problem ist nur, der wird sich nicht bewegen und der schießt einfach direkt. Na oh, gut. Was wohl das rote Limit sein wird? 2? Komm, beweg dich. Dankeschön. Problem ist halt, die anderen beiden, die hauen jetzt ab. Na gut, was machst du? Also, der fährt jetzt zu dem anderen Typen, ja toll. Naja, mach einfach mal. Kann Pichu für ihn rausspringen? Ja, dann das bitte einfach mal. Ja, komm. Befreiter Donkey Kong ist ein guter Donkey Kong. Ja. Dann nehme ich einfach mal. Cranky kann ich jetzt nicht werfen. Cranky hat ja so eine Schrotflinte, ne? Oder halt generell, Quasi. also er eine Schrotflinte, ja, aber er hat auch diesen Blick. Was glaube ich, wird einfach mal diesen Blick aktivieren und dann mit Donkey Kong die ganzen Leute anziehen. Ja. Das war, glaube ich, eine ganz gute Sache. Peach, die Schilder ist einfach, ist okay. Weil ihr müsst ja dann theoretisch auch beide treffen, je nachdem wie sie halt positioniert sind. Ich glaube, das trifft beide. Ja, das trifft beide, sogar einen kritischen Schaden, sehr gut. Und er schießt zweimal, stimmt, das haben wir auch geupgradet, sehr cool.
Okay, der Typ rennt cool. Dann weg, aber der rennt zwar trotzdem dahin, wo wir halt hin müssen. Okay, da können wir nichts machen. Peach, die kann Schild aktivieren. Hab ich ihn gerade außerdem geheilt in Peach der vorigen Runde? Ich wollte eigentlich ein Schild machen, egal. Passiert. So. Ach, Heilung braucht man noch nicht. Hat er dich gerade einfach wieder das Maschinenteil gegrabt? Ja. So ein Arschloch. Wo fährt der hin? Also der hat auf jeden Fall so einen Typen anvisiert und solange er halt auf den Typen losfährt, mal von mir aus. Soll er halt machen. Kann ich mal ein neues Auto schicken. Direkt zwei Autos auf der Map. Wie viele hat Peach davon? Naja. Sie ist ja reich, also irgendwie. Das ist eine Prinzessin. Bei mir ist ja aktuell immer dann das Thema so neuer PC irgendwann. Aber ich hab irgendwie ja, nicht so eine richtige Ahnung von PC. Ja. Muss mir mal ein paar Tipps von Fresen holen, hey. Uff. Dann bin ich vom verloren. Ja. Okay. Auto parken. Selbst okay. Zusammenbauen. Einen eigenen PC zusammenstellen. Nee. Hab ich zumindest halb. Das ist nicht mehr so günstig. Ah ja, okay. Mal ein bisschen Auto geschickt, wenn der Typ, wenn sie den Typen jetzt kaputt machen, naja. Oh, ich hab doch das Auto angegriffen. Wild. Ach, ich komm jetzt hier nicht mehr hin, ne? Oh, doch. Ah, ich kann auch noch ins Außenrum. Okay, weil dann kann ich den anderen Teil, glaube ich, nicht mitnehmen. Dann bleib halt da oben stehen. Blinkt das so laut rum? Die Teile, ja, die Teile blinken. Ganz schön laut. Ich höre sonst nichts, aber das höre ich relativ gut. Wir werfen Granate runter. Was haben wir gestern auch? Muss es also ohrenbetäubend sein. Geht. Ich habe das Puzzleteil mitgenommen von mir aus. Ein Puzzleteil? Puzzleteil, genau. Apropos, die müssen wir auch alle finden. Genau, also wir müssen ein bisschen darüber nachdenken, über den PC und so weiter, mich informieren und so weiter und so fort. Weil letztendlich weiß ja, was ich will, weiß, was man so braucht. Das hat keine Ahnung. Also sowas wie Grafikkarten, keine Ahnung, kennst du überhaupt nicht mit aus. Puh, ja. Ich weiß halt keine Ahnung, ich brauche eine. Ja, ohne wäre schlecht. So, keine Ahnung, so wie ich das jetzt verstehe, habe ich aktuell keine Ahnung, ich kenne mich halt nicht aus. Ich weiß nicht, hat man. Grafikkarte? Aber muss eigentlich eine haben. Grafikkarte? Ne? Ich weiß halt zum Beispiel halt nur zum Beispiel, dass du ja zum Beispiel halt aufnehmen und streamen gleichzeitig kannst, weil du das halt einmal über deine Grafikkarte laufen lassen kannst, einmal über, keine Ahnung, CPU. Und ich kann halt nur eins davon machen. Ja. Aber naja. Prinzipiell läuft, glaube ich, bei mir beides über GPU. Meine Grafikkarte ist halt relativ gut. Also weiß auf jeden Fall, dass aber du halt. Es gibt auch Onboard, also ich glaube, CPU haben auch Onboard-Grafikkarten, die halt auch funktionieren, aber halt nicht so gut sind. Ich weiß auf jeden Fall, als aber ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus. Also, wir haben mal ein bisschen, als ich bei mir umgespielt habe, da, wo muss ich denn? Sieht auch nicht so gut aus für uns, muss ich sagen. Jedenfalls, da hast du ja auch ein bisschen deins gezeigt. Und da war ja einmal bei dir reingestellt, als verschiedene Sachen fürs Streamen und aufnehmen, aber egal. Hey Leute, das ist okay. Ja. Ich muss gerade mal selber gucken. OBS. Studio. So. Ja, lass schon beides über die Grafikkarte laufen. Okay. Das Encoder. Mäßig. Bedeutet das, glaube ich. Keine Ahnung, halt. Mich hat auch nicht so gut aus. So. Aber sowas wie ein Spider-Bildschirm wäre halt auch ganz praktisch und dafür brauche ich auf jeden Fall auch ein bisschen mehr Leistung. Und sowas halt. Ja. Ein Spider-Bildschirm ist schon praktisch, auf jeden Fall. Irgendwie habe ich nicht gebürft, das neu starten zu wollen. Das ist auch nicht so, ich starte neu.
Was ist geschehen? Lief einfach überhaupt nicht gut. Punkt. Machen wir es doch einfach nochmal. Ja. Dafür sind wir doch hier, Leute. Haben wir doch Bock, ne? Wir können extra Kraftpunkte kaufen. Cool, mach mal. Nein. Cranky wäre vielleicht schon mal ganz gut. Okay, Lothar ist aber auch mich. Du holst mal Donkey Kong, stell dich mal hier hin. Und wenn ich mich dann hier hin schmeiße, dann treffe ich beide, ne? Ja, dann so treffe ich beide auf einmal. Keine Ahnung, ich verstehe das nicht. Hat er auch. Yes. Wird irgendwas mit der Höhe zu tun haben und Ubisoft hat irgendwelche physikalischen Berechnungen gemacht. Ist okay. Ach, Ubisoft. So wie wir hier die, Rebels behandeln, so behandeln die ihre Mitarbeiter. Richtig. Ist ja lustig, wenn es sich auch gleichzeitig traurig will. Wirft einfach das zweite Banane. Ist ja verrückt. Und die andere kommt jetzt auch noch. Irgendwie, oder? Nee, jetzt trifft die nicht. Aber hey, das war doch nett. Wo ist die Banane gerade hingeflogen? Ja, die schläft jetzt ein. Klingt immer. Jetzt hätte ich mal erst Bombe machen müssen. Naja, dann sehen wir mal, ob sie wieder aufwachen davon. Endlich klärt sich die Frage. Und wie es erwartet, sind sie wach. Jupp. Wahrscheinlich rennen auch immer weg, also von mir aus abhauen. Ich glaube, Peach geht jetzt einfach mal in die andere Richtung. Und tötet ihn einfach direkt. Na, geh mal auf den da unten. Schleu den am besten weg. Du. Sehr hot. Und Schild. Keine Heilung, Schild. Ganz wichtig, okay. Natürlich. Was können die denn laufen? Meine Güte. Hat einfach drei Teile. Ich hab nur einen Teil und mir reicht das. Was machst du? Warum Honig und die müssen alle ein? Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist es sehr gut, wenn einer viele Teile hat, weil, naja, müssen wir den nur killen und dann gibt's direkt drei Teile. Kann ich da? Ich kann natürlich Donkey Kong nicht heilen, meine Güte, das kommt. Lololol. So, mach Heldenlicht. Opa-Sicht meine ich. Opa-Sicht. Ah, stimmt, der haut jetzt direkt ab und dann können wir nochmal treffen. Okay, dieses Teil. Wobei, die können über das ganze Feld laufen, natürlich würde es niemand klauen. Komm, töte ihn einfach. Danke. Juhu! Ja, mehr können wir nicht machen. Ja. Komm, hol das. Tja, Arsch. Wie lange denn? Okay, danke für keinen Honig. Danke für keinen Honig. So. Sieht aber lustig aus, wenn ja. Er plötzlich so ein K
kleinen Rabbit-Kugel in der Hand hast. Ich guck, ganz hier oben ist auf jeden Fall ein Teil, den wir uns holen. Wir können den Typen einfach mal boxen, weil warum nicht? Kann ich Donkey Kong? Nee, kann ich nicht. Kann Donkey Kong noch laufen? Nee, kann er auch nicht. Diese Musik hypt. Die Musik hypt das sehr. Und drei Teile. Aber wie beim neuen PC ist halt eine Sache aktuell. Ja, das wäre eine Sache. Leute anziehen. Ich bin so medium wissend. Wenn du einen findest, könnte ich dir sagen, ob der halbwegs gut ist oder nicht. Okay, es gibt ja irgendwie sowas wie Grafik. Was? Grafikkartenspeicher oder irgendwie? Irgendwas mit Gigabyte? Ja. Was hast du da? Weißt du das? Also für mich bist du so jemand, der hat vielleicht keine Ahnung, aber was du hast, ist gut. Kann man das nicht nachgucken in den Systeminformationen? Bestimmt. Ich glaube, die Grafikkarte sieht man ja gar nicht, ne? Aus irgendeinem Grund. Oh, hier ist noch jemand. Dann kümmere ich mich um den hier. Zumindest ist die Grafikkarte irgendwie das, was immer als Wichtigstes darauf vorgepriesen wird. Ja, ist für dich unwichtig. Ist natürlich auch die Sache, dass du da natürlich auch passende andere Sachen haben musst, ne? Richtig. Du könntest jetzt bei deinem PC wahrscheinlich nicht einfach meine Grafikkarte einbauen. Nee, deshalb, wie gesagt, neuer PC. Auf jeden Fall ist das schon sehr in die Jahre gekommen. Also für vieles funktioniert er noch, aber das, was ich machen möchte, halt nicht. Ja. Ich glaube, ein Mainboard ist dann halt auch. Also das Mainboard ist dann wahrscheinlich so das zweitwichtigste, aber da kenne ich mich gar nicht aus. Ist halt dafür, ne? Dass doch alles passt und so. Kann ich das bei. Also liegen jetzt alle Teile rum. Das ist schön. Dann sammeln wir mal. Guck mal, ich hab das Teil sogar näher mit rangelegt, ist ja nett. Okay, kein Honig, dankeschön. Kling, kling. So. Einfach Cranky da reinwerfen. Ah, guck mal, es ist sogar ein Vector dann, cool. Also das hat man, glaube ich, schon herausgefunden. So, ein Peach. Ein Vector dann. Falscher Peach. Fake Peach. Und wie viele Runden haben wir es halt? Das ist nicht geschafft. 5. Also das hätten wir auf jeden Fall nicht geschafft, wenn ich nicht neu gestartet. Also ich hätte es vorhin nicht geschafft. Bei der weißen Runde 4 und alle waren festgehonigt. Festgehonigt. Was ist festgehonigt? Ja, ist das kein Begriff in deiner Sprache? Jetzt schon auf jeden Fall. Cool. Schön, dass ich einen positiven Einfluss auf dich habe oder einen negativen Einfluss, je nachdem. Geh hier lang. Puzzleteil. Wir haben uns mit Sicherheit eins verpasst, denke ich mal. In der zweiten Welt, aber keine Ahnung. Müssen wir dann nachholen, sobald wir das Spiel durchgespielt haben. Ah, ist einfach nur zurück. Ja, okay. So, Rätsel. Schon wieder ganze Wege, meine Güte. Wir haben noch eine Minute. Ah ja. Meine Grafikkarte hat 8 GB. Ich war mir nicht sicher. Okay, geht's weiter. Das ist ein fettes DK-Fass. Geschwindigkeit 14 GB pro Sekunde. Das klingt ordentlich. Aber man hat natürlich auch Geld gekostet. Ein bisschen. Nee, echt? Mhm. Verrückt.
So. Kümmere ich mal darum, weil dann bewegt sich diese Plattform. Dann ist der Preis, der nicht steht. Und dann sind hier noch irgendwie ganz, ganz viele Wege. Ja gut, gerade stimmt, die sind... Ah ne, ist eine 3060. Gerade sind Grafikkarten wieder teuer, ich erinnere mich. Ja, das tun wir den ganzen PC. Wir müssen ja so viele Rätsel lösen. Ach du Scheiße. Was denn? Echt jetzt? 1 Million Euro. Nee, 1400. Geil. So teuer war die bei mir aber nicht, aber das ist ja gerade, ne? Grafikkartenmangel ist ja wieder, stimmt. Genau wie bei PlayStation. So teuer war die nicht, als ich die mir geholt habe. Vielleicht 400, 500 oder so? Krabbendeponie. Fuck. Darf mir auf jeden Fall meine Grafikkarte oder sonst was nicht kaputt gehen, sonst habe ich ein Problem. Das ist ein Problem, ja. Dann Ende der Displays. So. Ich kann euch gerade die Folge beenden, aber ich beende jetzt die Folge. Bis dann und ciao. Gute Idee. Tschüss.